Moin Moin und weiter geht's. Ja, wir müssen wieder runter in den langen, langen Gang. Vorher müssen wir aber noch mal ein paar Sachen nachgucken. Ja, zum einen hatte ich noch mal geschaut. Wegen der Minecart-Strecke, das funktioniert so in meinem Test leider nicht so wirklich. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir eine andere Lösung finden. Da habe ich mal Rail. Da habe ich mal eine Mod installiert, die so eine Start-Stop-Rail irgendwie implementiert. Mit der kann man mit einem Mesekon-Signal gesteuert das Minecart quasi losfahren lassen. Das geht mit diesen normalen Dingern hier einfach nicht. Das funktioniert damit nicht. Das ist einfach so. Das heißt, wir brauchen diese Dinger. Mit denen kann man dann mit dem Schalter auf ein Knöpfchen drücken und das Ding fährt dann los. Und die hier, die benutzen wir einfach zum Beschleunigen. Da gibt es zum Glück auch eine ganze Menge von. Von denen gibt es zwei und zwei brauchen wir auch tatsächlich ja nur. Das heißt, wir brauchen einmal, na gut, da gibt es neun von. Na, wir brauchen eine. Wir brauchen eine, weil wir ja da zwei rauskriegen. Und wir brauchen erstmal eine hiervon. Natürlich werden die Rezepte nicht angezeigt. Ich gucke mal, ob das trotzdem funktioniert. Wir nehmen mal mit. Wir haben doch noch ganz viel Zeug davon drüben, oder? Wir gehen mal rüber. Wir haben doch. Außerdem haben wir drüben unser Eisen. Bevor ich rübergehe. Jetzt laufe ich nochmal wieder zurück. Die Zeit muss umgebracht werden. Oh, du ziehst das Let's Play künstlich in die Länge. Das machen wir aggressiv. Ja, gute alte Zeiten. Aber guck mal hier, ich habe gar keinen von den Dingern da. Das heißt, der Baum muss leider erstmal so bleiben, wie er ist. Da kann man vielleicht hier oben irgendwo einen rausrupfen. Auch nicht so wirklich, ne? Also nichts, wo man so einfach so ohne weiteres dran kommt. Naja gut. Lassen wir es erstmal, wie es ist. Ja. Ja, guck mal hier. So muss das aussehen. Das heißt, wir machen erstmal ein bisschen. So. Wir haben nämlich keine mehr. Das heißt, wir müssen erstmal runter. Da, wo unser massives Eisenvorkommen ist. Hatte ich das Wasser wieder mitgenommen? Ja, ne? So. 1, 2, 3, 4. Dann das raus. Das rein, das rein, das rein, das rein, das raus. Das. So. Und das wieder rein. So, jetzt. Erstmal zum Ofen. Das Zeug muss gebrannt werden. Währenddessen können wir mal gucken, ob wir eine Break Rail aus Kohle machen können. Erstmal hier wieder rein. Ja gut, cool ist dann ja eh im Ofen. Das heißt, Holzkohle, guck mal hier, da, direkt erkannt. Oder so geht's auch. Ja, gut. Was ist denn davon das sinnvollste Rezept? Zweimal Kohle, einmal Stock. Ich würde sagen, zweimal Kohle, einmal Stock, oder? Ja, zweimal Kohle, einmal Stock. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oder auch nicht, weil wir kein Holz haben. Das ist so doof. Wir haben doch hier bestimmt irgendeine Kiste, wo Holz drin ist, oder? Bei der Gelegenheit können wir hier mal den Kram mit drüber nehmen schon. Kohle brauchen wir dann auch gleich. Fackeln nehmen wir einfach mal mit. Futter ist immer gut.
Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Fackeln nehmen wir mit. Toll. Leck mich am Arsch, ich gehe rüber zur Baumfarm und hol mir einen Baum. Das ist doch ein Traum. Ja. 7 Minuten drin, nichts erreicht. Guter Schnitt, würde ich sagen. Aber erstmal, guck mal hier, tun wir den ganzen Scheiß hier mal rein. So. Und dann holen wir uns mal hier einen. Ein von den Bäumen mal weg. So. Und schon haben wir Holz. So. Holz. Dann braucht man nämlich ein Stöcker. So. Eins Kohle. Und außenrum Eisen. Da es eh gerade dunkel wird, gehen wir direkt mal wieder rüber. So. La, 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 la. So. Komm, in Ruhe arbeiten hier. Wir müssen runter zum Eisen. So. Dann nehmen wir nämlich hier mal. Da, 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 da. Und da machen wir nämlich hier, zack, zack. Und was habe ich falsch gemacht? Eisen? Holzkohle? Eisen. Holzkohle, Eisen links, Eisen rechts. Eisen links, Eisen rechts. Bin ich doof oder was? Junge, 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 Junge. So, jetzt haben wir eine Break Rail und jetzt brauchen wir natürlich noch das Gegenstück dazu. Da können wir mal gucken. Mesekristallfragmente und beliebiger Stock in der Mitte. Gucken wir doch mal. Die sind inzwischen durch. Dann machen wir da nämlich einfach mal einen draus. Und es sollte theoretisch... Ah, guck mal, jetzt zeigt es nämlich nicht an hier mit dem alternativen Rezept, mit den industriellen Stücken. Es sollte aber trotzdem funktionieren. genau. Sollte. Theoretisch. Habe ich hier zufälligerweise Eisen? Nein. Also wieder runterlaufen. So. Ist natürlich gut, wenn das Inventar voll ist mit allem möglichen Zeug. Wir nehmen mal ein bisschen Eisen mit. Ja, guck mal, siehst du, funktioniert. Es wird halt einfach aufgrund dessen, wie es generiert wird, nicht vernünftig angezeigt, beziehungsweise der Craft Guide wird dann erst geladen. Die Rezepte werden am Ende des Ladens aller Mods generiert, damit eben wirklich alle Mods auch erfasst sind. Der Craft Guide lädt aber nicht nochmal die Rezepte dann irgendwie nach, wenn man den dann öffnet, sondern nimmt halt das, was geladen wurde. Das heißt, da ist dann halt eben alles, was danach generiert wurde, einfach nicht mit drin. Ist halt einfach so. Ja, kann man auch nichts dran ändern. Warte mal, wir haben da hier so, wir haben hier so und wir haben hier, guck mal hier, da haben wir nämlich schön eine Start-Stop-Rail, die brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Mese. So. Wo laufe ich denn hin? Und wir brauchen auf jeden Fall Wegweiser. Ich
glaube, hier kam runter und es war unten, ne? Ja, guck mal, hier war das. Jetzt müssen wir nämlich mal schauen. Wir fangen die direkt hier an, würde ich sagen. Wir können natürlich hier so ein... Ne, kommt man nicht, ne? Guck mal, hier haben wir auch schon unseren Anfang. Da müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt hier erstmal alles, was wir gebaut haben, wieder weg. Alles umsonst gewesen. Alles umsonst. Wir setzen das einfach eins nach hinten und dann passt das dann schon. So. Scheiße, da ist Sand. Oh. Das Inventar ist voll. Wir können ja einfach mal... So. Einfach mal eine Baukiste. So. Dann kann man nämlich erstmal so ein bisschen Zeug reinlegen, was wir gerade aktuell nicht brauchen. Die wird jetzt die nächsten 30 Folgen hier stehen bleiben, die Kiste. So. Mithril. Warum habe ich Mithril bei mir? Das müsste eigentlich alles an der Maschine rein. Aber gut, wir lassen es erstmal. Guck mal hier so. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich mache das erstmal raus. Gucken mal, wie wir das machen. Wir haben ja noch so andere Plättchen, die wir da ansetzen können. Oder so schrägen oder sowas. Dass dann hier quasi hier das so leicht runter geht. Dass es ein bisschen offener ist. Aber erstmal bauen wir uns hier unseren nutzbaren Weg hin. Jetzt ist natürlich die Frage, da das ja irgendwie dann gleich eine Schiene ist, ob die einen anderen Boden bekommen sollte. Eigentlich müsste sie ja einen anderen Boden bekommen, ne? Und da Schienen, da ist doch immer so Schotter oder sowas. Kann man eigentlich Kies reinlegen? Was ist so eine Indoor? Guck mal, hier können wir noch einen mehr machen. Das ist ja so eine Indoor-Bahn, die hat ja eigentlich keinen Kies unten drunter, ne? Also wir gucken gleich mal. Ich hoffe, die Strecke ist nicht zu weit für das Mesesignal. Sollte aber eigentlich, wenn das geladen ist, funktionieren. Auch das müssen wir gleich natürlich erst einmal testen. Das heißt, da kommt halt auf jeden, auf jeder Seite, also auf allen beiden, kommt halt eben so eine Start-Stop-Rail und... Ups. Und ja, ein Knopf, der dann irgendwo ist, der das Ganze dann irgendwie starten kann. Und dahinter wird es mit Mese verbunden, dass auf beiden Seiten das gleichzeitig ausgelöst wird, egal auf welchen Knopf man drückt. Dass eben, wenn das Karten nicht da sein kann, dass man das mit dem Knopf einfach rufen kann, weil das dann halt von der anderen Seite einfach losfährt. Ich glaube, das wird ganz gut. So, jetzt... Ich würde sagen, wir machen da trotzdem hier den normalen Boden rein. So. Die ist natürlich jetzt in der Mitte bei der Kiste. So, wir brauchen die Start-Stop-Rails. Und wir brauchen ganz, ganz, ganz viele Booster-Rails. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Die gehen dann ja auch mit Mese irgendwie. Ja. So. Wenn man da jetzt ein Mese-Konsignal anlegt, dann startet die halt einfach. Na, dann fährt die halt einfach los. Also das Minecart. Kurz mal gucken, weil diese brauchen wir hier, diese Powered-Rails.
Point Rail? Wollte gerade sagen, wo ist das Rezept? Aber man muss ja zweimal klicken, wenn man das Rezept will. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge von. Weil die normalen Rails, also das Kart wird hier angeschubst und die normalen Rails, naja gut, die, da rollt das Kart dann halt aus und das rollt dann bis hier oder so. Das ist halt scheiße. Und das heißt, diese Power Rails, die sollen natürlich dann eben dafür sorgen, dass das Kart über die ganze Strecke beschleunigt wird. Aber erstmal bauen wir hier den Weg fertig. Also den Untergrund für den Weg. So. Gucken wir mal, wie viel wir dann davon brauchen. Und da müssen wir natürlich noch gucken, wo wir die Knöpfe anbringen. Weil ich würde die halt ungern irgendwie außen vor stehen lassen. Komm, hier kommt Kiss rein. So. Dann, wenn die hier sind und du sitzt hier im Kart, kommst halt an den Knopf nicht dran. Und hier wäre halt so direkt vor der Nase. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir hier eine Lücke lassen oder so, wo der Knopf dann drin ist. Oder ob wir tatsächlich von diesen komischen hässlichen Schaltern irgendwie mal was benutzen. Na, es gibt nur diesen Button. Ja. Na gut. Wir machen hier erstmal zu. So, und wir machen auf der anderen Seite auch erstmal zu. Und Mese müssen wir ja auch noch verlegen. Guck mal, wir können mal hier von den Power Rails schon mal was mitnehmen. Na, wie gesagt, die normalen Brake Rails, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Was habe ich denn da jetzt? Die Start-Stop-Rail. Jetzt habe ich vergessen, die Start-Stop-Rail hinzustellen. Oh, Junge. So. Und, brauchen wir auch nicht mehr. So. Machen wir mal hier. Hier muss man weniger laufen. Und die beschleunigen halt das Minecart dann über die gesamte Strecke einfach. Das ist natürlich nur noch die Frage, wir brauchen ein Minecart. Aha. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Wenn ich Eisen nicht in die Kiste getan hätte. So. Aus Eisen gebaut und aus Holz ist es dann. Okay, guck mal hier, wenn man es hinstellt. So. Und jetzt steht das hier halt eben auf der ja, auf dieser Start-Stop-Rail und jetzt kann man mit dem Knopf gucken, ob das schon funktioniert. Nee. Also die Start-Stop-Rail muss halt ein Misekon-Signal kriegen. Kriegt ihr das von hinten? Nee. Das hier mal hab's. Kann er hier den Knopf viermal dran setzen. Und damit kriegt er dann quasi das Signal. Müsste er eigentlich. Und dann kann man nämlich hier, zack, rein. Ups. Und dann fährt's halt los. Nee. Moment. Das war jetzt, weil ich es geschlagen habe, ne? Ich muss hier auf den Knopf drücken. Ja. Also ich... Hä? Ist doch wieder... Moment. Wir machen das mal anders. So, wir haben noch einen, den ich weggetan habe. Den holen wir uns jetzt einfach mal wieder. Zack. Muss man gleich noch ein bisschen was von machen. Oh, und ich sollte vielleicht mal kurz... So, kommen wir nämlich hier. Dann machen wir den Schalter davor. Und dann fährt es halt los. Na? Und dieses Mesekon-Signal, das gucken wir, dass wir das irgendwie über den Schalter dann hier umleiten. Einmal an die und einmal an das da hinten. Die Frage ist halt nur, wo wir diesen komischen Schalter hinbauen. Na, weil so wäre halt irgendwie direkt an der Fresse. Ups.
Wäre halt nicht so geil. Ja. Kann mal gucken, ob wir den hier irgendwie... Ich glaube, so ist es tatsächlich besser. Da müssen wir nur gucken, dass wir das dann... Ah, jetzt machen wir das hier einmal wieder weg. So. So. Und das Mesesignal, das kommt hier hinten runter. Das kommt hier aus dem Schalter raus. Hm. Mehr oder weniger. Kommt aus dem Schalter raus, geht runter. Und geht dann halt da in das, in die Rail rein. Und gleichzeitig, wir machen das mal hier auf dahinter. Au. Ja, man könnte es wahrscheinlich auch direkt irgendwie neben der Schiene liegen lassen, aber ich mache das jetzt einfach mal eins mit eins Abstand. So. Das gleiche nämlich hier auf der Seite auch nochmal. So. Also, was haben wir gesagt? Hier ist so und dann dahinter ist. Da ist der Schalter. So, machen das jetzt erstmal so. So. Also beim Schalter. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen. Wir machen jetzt erstmal so. Wird dann von hier oben irgendwie so ein bisschen zugemacht. Und da kommt der andere Schalter hin. Mit Stein und einem Mesekon. Ja. Das heißt, wir brauchen einen Stein. Den wir natürlich nicht haben. Und wir machen mal ein bisschen Mesekon, was wir natürlich nicht machen können, weil wir einen Ofen brauchen dafür. Dann gehen wir da nochmal hoch. Ich hoffe ja nur, dass das Ding hier auch immer stehen bleibt, weil es ein Entity ist. Und ich hoffe nicht, dass das despawnt. Sonst ist es doof. So, haben wir denn hier einen Stein? Guck mal, hier haben wir nämlich auch keinen Stein. So, machen wir hier. Zack. Brenn mal ein bisschen Mese, bitte. Da haben wir noch einen Stein. Sehr schön. Wo haben wir denn eigentlich den zweiten Button hingetan? Naja. Bei der Gelegenheit einfach mal einen Kakao aufmachen. Ja. Ja, ist gut. Hm. So. Und dann darfst du gerne mal ein bisschen brennen. So, zack. Und zack. Dann haben wir den Button schon mal. Dann gehe ich mal kurz hier hin. Und schmeiß mal ein bisschen Cobblestone weg. So. Ja. Ja, bitte. Alles gut bei dir. Okay. So, machen wir hier mal zu, damit das Viech nicht reinkommt. Ja, gut, das brennt vor sich hin. Brauchen wir noch Mese? Wir brauchen bestimmt noch Mese, aber 38 werden nicht reichen. Nee. Ach so. Zack, 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 zack.
So, rein und raus und raus und rein und da und da. Was machen wir mal? 8, oder? Dass wir zweimal Form haben. Und das machen wir dann alles zu Mesekons und das müsste dann... Du schon wieder! Das müsste dann eigentlich reichen. So. Na. So. Einmal wieder in die Ecke. Das hier hin und dann brauchen wir... Jetzt habe ich das Eisen unten in der Arbeitskiste liegen, ne? Junge, 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 Junge. So wird das nichts mit dem Profi-Let's Player. So. Hier, 1, 2, 3, 4. 8. Zack. Und wir kriegen zweimal Eisen zurück. Das ist doch schön. So, dann geht's wieder hoch und dann machen wir nämlich oben weiter. Und das Eisen habe ich immer mitgenommen. So. So, kommt hier rein. Dann ist hier wieder Stereo angesagt. Gut. Rezepte habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Wie war das mit Eisen links, rechts und so. So und dann zweimal Mese oder irgendwie sowas war das doch, ne? Ah, wir gucken gleich mal. Machen wir hier erstmal ein bisschen hiervon drauf. Dann machen wir hier so und so. Dann machen wir so. Und dann gucken wir mal. Ja, ich habe es mir richtig gemerkt. Sehr schön. 14 reichen natürlich nicht. Dann nehmen wir uns hier gleich mal den nächsten mit. Und dann verlegen wir die schon mal unten, während der Rest da oben dann brennen kann. Wir gehen mal hier links. So. Ja, ein bisschen haben wir noch vor uns. Stöger. Zack, zack. Habe ich das ganze Eisen schon verbraucht? Gibt's ja wohl nicht. So. Zack. Ja. Irgendwas war doch da komisch. So. Kriegt er hier keine Verbindung, warum auch immer. So, damit ist nämlich dieses Ding hier gepowert. Und wenn man sich jetzt hier reinsetzt und dann noch einen Knopf drückt, fährt es nicht los. Weil eins zu weit vorne ist. Okay.
Sollte ja keine Schwierigkeit sein. Wir legen hier einfach drunter. So. So. Und wir legen hier. Gucken wir, ob das zumindest reicht. Aber nein, natürlich nicht. Weil wir ja beide gleichzeitig powern wollen. So. Auf ein neues. So. Hui. Zack. Und da ist natürlich vorbei. Und in die Richtung geht es genauso. Hui. So. Das ist doch schön. Das kann alles zu wieder. Ja, wie gesagt, da gucken wir mal. So. Da gucken wir dann auch mal. Habe ich natürlich den ganzen Cobblestone weggeschmissen. Das hier kann natürlich auch alles zu. Naja. Wir gehen mal eben rüber. Und wir gucken mal, welchen Shape wir denn da nehmen. Es wäre ja mit so einer Kante irgendwie ganz geil. Also eigentlich ja so einer hier. Aber er müsste so sein. Ich würde schon gerne eine Trennung auch drin haben. Wir machen mal hiervon welche, wir machen mal hiervon welche und dann gucken wir mal, was gut aussieht. Ja. Oder so halt, ne? Tatsächlich das hier irgendwie nehmen, weil es einfach mehr Platz gibt, ne? Ja. Ich glaube, wir nehmen die. So, dann wollen wir nämlich hier. So. So. Ich glaube, das geht, oder? Ich glaube, das geht. Das ist natürlich die Frage, kriegen wir die hier irgendwie irgendwas wieder von zurück? Ja, guck mal hier, wir kriegen nämlich die hier wieder. Fünf. Drei, vier, fünf. Dass wir diese komischen anderen Dinger da nicht verschwenden, sondern dass wir die dann sinnvoll auch für was benutzen können. Und dann brauchen wir 100 Stück. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Was kriegen wir denn hier? Kriegen wir denn da überhaupt 100? Abgesehen davon, dass wir hier immer nur 99 kriegen. Ja, vielleicht reichen 72 auch. So. So, dann wollen wir hier zumachen. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Immer diese eine Lücke, ne? Ey, der leckt mich doch. Ich gehe nach Hause. So. Klopf, 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 klopf. Gut, dann haben wir gesagt, da und da dann hinter so einen anderen, aber den anderen, da haben wir natürlich keinen mehr von. Wir machen hier erstmal ordentlich. Müsste vielleicht sogar. Oh. Na komm. Ach.
Müsste sogar reichen. Oh, sehr schön. Man könnte natürlich so richtig übertreiben und man kann ja diese Dinger hier. Irgendwie konnte man die doch so ausrichten, dass sie... Ah ja, genau. Na, dass man hier so eine Schräge baut und dann hier so ein Oval drin hat. Aber ja gut, man muss es hier nicht übertreiben. Das heißt, wir bauen hier mal wieder zu. Wo ist er? Da ist er. So. Das passt. Na, man sitzt dann halt da und kann dann hier schön aufs Knöpfchen drücken. Hui! Rums. Ach so, das rumst einfach so ab und an mal. Ich dachte, das hätte jetzt gerumst, weil es stehen geblieben ist. Naja, gut. Also da ist auf jeden Fall zu. Das heißt, hier machen wir dann auch mal zu. So. Ja, komm, hier auch so. Müssen wir gleich unsere Meseleitung noch rüberlegen, irgendwie bis zum Ende. Das müsste inzwischen eigentlich ja gebrannt sein, alles. Gucken wir doch mal nach. Ja, die Öfen sind auf jeden Fall beide aus. So. Zack. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Stein. Kann man immer mal gebrauchen. Grün Farbstoff. Da könnte man natürlich auch nochmal irgendwas mitmachen. Was hatten wir damit eigentlich gemacht mit dem grünen Farbstoff? Was hatten wir denn eingefärbt? Wir haben doch gar nichts Grünes. Mir was Grünes? Wir haben nichts Grünes, oder? Warum habe ich grünen Farbstoff gemacht? Komisch. Komisch, komisch. So. 26. Na gut, das wird nicht reichen. Ich mag den Sound. So, was haben wir hier noch drin? Was kann denn noch weg? Obwohl, die Kiste, die ist ja eigentlich egal, die kann man ja lassen. Die Kiste müsste leer werden mit der Zeit. Guck mal, hier, wir haben Tonziegel, wir haben hier das Mesepulver. Wir tun das Mesepulver mal hier rüber in die andere Kiste. Das können wir auch mal mit rüber tun. So, guck mal hier. Das. Ne? Und dann ist es sogar halbwegs geordnet. Das ist doch schön. Hier hin. So. So. Wir lassen das eben noch zu Ende brennen. Ist da noch, als wir das hier gebaut haben? Das müssen wir auch nochmal irgendwann alles neu machen wieder, ne? Wir brauchen hier oben ja noch eine Kiste, die dann irgendwie ins Lager runtergeht. Naja, schauen wir mal. Erstmal machen wir jetzt hier die Bahnstrecke fertig. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum, ne? 40 Minuten verdrödelt haben wir jetzt schon. Jetzt können wir endlich mal loslegen zu bauen. Das ist doch Wunderbärchen. Ja, die Schienen, die müssen wir gleich auch noch zu Ende bauen. Das heißt, wir brauchen eh noch mal ein bisschen Mese gleich. So, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er. Ja. So. Da sind wir. Das heißt, wir machen hier den Knopf hin.
Dann machen wir da erstmal irgendwo Licht, dass wir ein bisschen arbeiten können. Und dann müssen wir nämlich mal schauen. Da ist der Knopf. Und die Rail, die wäre dann da. Nee, die wäre hier, die Rail. Gleicher Fehler. Da ist die Rail, an die wir anschließen müssen. Und da oben ist der Knopf, von dem wir anschließen müssen. So. Zack, zack, zack. So. Egal. So, zack. Und dann ein bisschen Ordnung müssen wir ja walten lassen. So, hier kann auch zu. Hier kann zu, hier kann zu, hier kann zu, hier kann zu. Und zack. Da müsste ja eigentlich auch zu, ne? Jetzt habe ich natürlich einen ganzen Cobblestone gerade weggeschmissen, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben eine ganze Kiste davon voll. Wir holen uns einfach einen weiteren Stack und machen dann damit den Rest zu. So. Und hier wächst das Unkraut. Ja. Ja, dass die immer zweimal zugeht, ne, mit den beiden Druckplatten. Naja gut, das ist halt so. So. Hier können wir dann auch wieder zumachen. Damit dann da nichts spawnt, eventuell, theoretisch, weil so zwei Blöcke hoch und so, und ich vermute, es könnte theoretisch dort was spawnen, wobei das Spawn in meinem Test ja eher so ein bisschen zufallsgeneriert ist, habe ich das Gefühl. Aber Ordnung ist Ordnung. So. Hier auch schön zumachen. So. Tada. Trotzdem nicht gereicht. Mal gut, dass wir Stein gebrannt haben, würde ich sagen. Das heißt, den holen wir uns jetzt einfach mal und... Ist da noch? und dann machen wir ein paar Bodenplatten wieder her. Beziehungsweise Steinfliesen. War doch so, ne? Zack. Warte, weil der Cobblestone ist doch bestimmt noch da, oder? Er ist weg. Er ist einfach so weg. Einfach so. Naja. Reicht das denn? Nein. Das heißt, wir gehen nochmal nach Hause. Holen uns nochmal Cobblestone. Yay! 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 Also ich denke mal, damit sollten wir auskommen, oder?
So, Cobblestone wieder in die Kiste, wie sich das gehört. Das wieder hier rein. Kein Miese mehr. Kann man da eigentlich Miese draus machen? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall sagen, die hier wachsen nicht mehr. Zumindest etwas. So. Da schauen wir gleich mal. Aber erstmal müssen wir jetzt hier die Wand vernünftig zumachen. So. Und alles weitere gucken wir dann gleich mal. Auch diese scheiß Lücken da wieder. So. Ja, ja. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal so weit durch. Und jetzt geht es darum, dass wir hier diese ganze miese, die ganze Booster-Rail-Strecke nochmal verlängern. Eisen. Miese. Wir brauchen Miese. Miese. Aber erst mal müssen wir ein bisschen was essen. Nom. Das heißt, wir tun mal die erstmal hier rein und dann nehmen wir uns die hier erstmal hier raus. Machen wir das hier erstmal so. Und dann machen wir das erstmal so, dass wir ein bisschen hier oben zweimal frei haben. So. Und dann geht's hier ran. Das rein, das rein, das raus. So. Na. So. Rein, raus. So, rein, raus. Shift und Klick, früher ging das. Ich bin mir 100% sicher. Und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. So, gucken mal, wie viel wir machen. Machen wir wieder 8? Oder machen wir 12? Ich glaube, wir machen 8. Das müsste reichen. So. Ach ne, wir wollen das ja hier lassen. So, dann brauchen wir Eisen. Eisen haben wir natürlich unten. Dam. Zack. 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 So. Das wird jetzt wieder gebrannt. Und dann gucken wir gleich mal. Na. Können ja mal hier halb und halb machen. So. Dual-Core brennen. So. Kurz Momentchen gedulden.
Hydriert euch, meine Kerle. Gucken wir mal hier. Guck mal, hier einen haben wir schon. Zwei haben wir schon. Vier haben wir schon. Da machen wir jetzt von den Dingern hier draus. Und Holz, wir machen einfach mal alle Stöcker, die wir kriegen können. Guck mal hier, 27. Reicht wahrscheinlich schon. Ja, ha, ha, ha. Ich krieg's einfach nicht hin. Vor allem, wenn das mit der mit den Gleisen gut funktioniert, dann kann man das eventuell auch noch ausweiten. Wir haben ja noch so zwei, drei Möglichkeiten, wie wir Sachen verbinden können. Wir können hier hinten zur Baumfarm noch hin. Und wir können hier irgendwie noch rum, ne, dass wir da irgendwie... Hier unten war das, ne? Dass wir hier quasi rumfahren und hinten zum Lager kommen oder so. Aber das können wir dann immer noch mal gucken. So, weiter geht's. Klopf, 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 klopf. Und jetzt müsste doch rein theoretisch, wenn das Mesesignal weit genug reicht und bis da hinten das geladen wird. Das Minecart kommt. Ich werd verrückt. So, rein und rüberfahren. Und auch mit angemessener Geschwindigkeit. Das finde ich schön. So. Ja, und wenn wir wieder rüber wollen. Hui. Oh, ist doch fein. Zack. Und wenn das Minecart mal drüben sein sollte. So. La 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 la. Oh nein, ich will den ganzen weiten Weg nicht laufen. Ich rupfe mir mal das Minecart her. Oh, hier muss übrigens noch die Schräge rein. Ah, da ist das Minecart ja schon. Hui! Es könnte ein bisschen häufiger klappern, oder? Naja. So ist doch schön. Kann man nämlich gleich mal rüberfahren. Gleich mal produktiv nutzen, das Ding hier. So. Und dann kommen wir nämlich hier unten. So. Ist natürlich bei Weitem nicht schneller als ja, hin zu teleportieren. Aber schon schön. So, dann... Ja, hier. Davon. Wir fahren mal mit unserer Minecart-Strecke. Na, hier fehlen übrigens noch die Gitter. So. Wunderbar. So muss das laufen. Rein und rüberfahren. Ach nee, wir wollten ja hier noch was platzieren. Hm, verdammt. Wir fahren nochmal rüber. So. Zack. Dann haben wir nämlich hier auch schön die Schräge weiter bis zum Knopf. Hui. Kann man da eigentlich während der Fahrt die Kiste aufmachen? Sehr gut. Kann man nämlich hier das mal rausnehmen? Oh, nee. Kann man nicht. Ist zu weit weg, ne? Moment.
können natürlich hier auch noch so einen Knopf irgendwie einbauen, dass wir das Kart dann hier auch in der Mitte mal rufen können. Knopf haben wir sogar noch. Dann kann man nämlich für alle Fälle dann auch mal hier aussteigen, wobei hier muss man eigentlich gar nicht aussteigen, ne? Hier wäre ja nur... Ne, hier muss er nicht aussteigen. Weil dann könnte das Kart rufen, schnell reinspringen, während es fährt. Und, eigentlich kann man das doch machen, oder? Ja, hier muss natürlich dann auch eine Schräge gebaut werden, ordentlich, wie sich das gehört. Quatsch, so. Dahinter, miese nach unten. So. Weil wir ja die... Ach ne, wir müssen hier, weil der Knopf komisch ist, das Ganze eins nach hinten verlegen. Ja, weil wir da nämlich jetzt einen Knopf dran setzen. Dann ändert sich das hier hinten ja, ne, weil der Knopf ja nur gerade nach hinten weg kann. So, dann machen wir hier wieder zu. Zu. Ja, hier kann auch zu, theoretisch, ne, das Signal geht zwar durch, aber ich lasse es trotzdem mal auf. Das ist egal. Zu. Kart rufen. Während der Fahrt reinspringen. Und wieder rüberfahren. So. Können wir nämlich mal eben noch kurz einmachen und ach, jetzt habe ich die Gitter vergessen. Na egal, machen wir gleich. So. So, erstmal brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr? Ach nein, komm, ist egal. Haben wir denn hier noch? Guck mal, da haben wir sogar noch eine Schräge, sehr schön. Und der Rest kommt erstmal hier wieder rein. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Kies. Wieso haben wir eigentlich so wenig Kies nur? Naja. So, das kommt einmal drüber, das kommt mit rein. Das ist ein Möbel oder Objekt. Dann geht's wieder rüber. Du ziehst das Let's Play künstlich in die Länge. Ja. Genau so sieht's aus. Ja, aber guck mal, diesmal machen wir hier mal Hotzfäller raus, so. Naja. Da fehlt auch nicht mehr viel zum Verbinden. So, holen wir uns das Kart mal her. Hingehen wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ja, ich geb's zu. Während der Fahrt rausspringen. So. Wie bitte? Was ist denn hier wieder? So. Guck mal hier. So ist schön. Auch wenn man hier nie davor steht, weil das... kann man das Kart eigentlich aufhalten? Ne, fährt einfach durch. Gut, dann holen wir uns das wieder. Reingehüpft!
Ach ja, die... Ich wollte ja die Gitter. Habe ich die Gitter hier? Guck mal, hier habe ich die Gitter. So ist doch schön. Kann man die nämlich eben noch anbringen und dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder voll mit einer Stunde. Und so ein ganz bisschen was haben wir ja geschafft. Ist halt die Frage, ob das wirklich eine Stunde jetzt wert war, aber... Naja. Naja. Naja, naja, naja. So. Egal, unsere Minecraft-Strecke ist fertig. Ich passe die Metal-Mod-Liste noch ein bisschen an mit den Mods, die ich jetzt ergänzt habe für das Let's Play. Langfristig, da müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Ob wir die Minecraft-Strecke noch ein bisschen ausarbeiten und verlängern, wird sich dann auch nochmal zeigen. Ansonsten, ja, ne, war es das dann für diesen Sonntag. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns die nächste Woche. Ne? Haut rein, tschüss.